Wetter ist jetzt auch in der Provence heute entsprechend gleich schlecht angesagt. Gleichwohl ein bisschen wärmer als hier. Ich habe hier jetzt gerade Außentemperatur 15 Grad Celsius. Aber es ist auch da nicht mehr so schön, wie es gestern noch gewesen ist. Gestern habe ich mir noch schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen können. Das war wirklich ein toller Tag. Passt insofern dazu, dass ich mich heute jetzt verlagere und wieder in die Heimat aufbreche. Und jetzt ist es ja einfach so, dass ich meinen Spritverbrauch auch über meinen Gasfuß dann ja tatsächlich unter Kontrolle habe. Durchschnittsverbrauch A. Das war ab da, wo ich dann angefangen habe, Sprit zu sparen. Aber da sind die ganzen kleinen Gebirgswege mit dabei, als ich in der Provence dann unterwegs gewesen bin. Die haben natürlich den Verbrauch nach oben gedrückt. Ich habe aber aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 8,2 Litern, fallende Tendenz. Ich denke, bis ich an der deutschen Grenze bin, dürfte ich wahrscheinlich so auf knapp unter 8 Litern Durchschnittsverbrauch gekommen sein. Das deckt sich ja auch mit meinem Versuch, den ich schon mal gemacht habe, wo ich zum Nürburgring gefahren bin, auch mit viel Zeit. Da habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 7,6 Litern erreicht. Ich hatte Kontakt mit Gitti und Dieter. Die beiden hatte ich ja mit dem Oldtimer-Bus am Hirschsprung getroffen. Und am Schluchsee konnte ich mir dann das tolle Fahrzeug mal näher anschauen. Und als wir dann da bei der Kuckucksuhr angekommen sind, also das Video kann ich euch echt nur empfehlen, kann ich euch hier nochmal verlinken. Als also die Kuckucksuhr aufgehängt worden ist und der Kuckuck gerufen hat, dann ist Gitti dann auch nach vorne gekommen und war jetzt plötzlich dann mit meiner Kamera konfrontiert. Das war ihr ganz offenkundig nicht so ganz geheuer. Da nehme ich dann natürlich auch Rücksicht drauf. Ich will da niemanden mit meiner Kamera irgendwo bedrängen. Aber sie hat sich im Nachhinein dann, als sie meinen Kanal sich dann angeguckt hat, nochmal sehr gefreut über die ganze Geschichte und hat mich nochmal eingeladen, ich möge doch auf der Rücktour einen Zwischenstopp bei den beiden einplanen. Sie würden mich gerne auch für 2 Tage sogar einladen, bei ihnen nochmal eine Runde zu stehen und den Schwarzwald zu genießen. So viel Zeit habe ich leider nicht mehr. Aber ich werde mal auf einen Abend vorbeischauen. Das passt tatsächlich sehr gut jetzt in die Streckenführung rein, dass ich da noch mal eine Übernachtung dann quasi bei denen wahrscheinlich auf der Auffahrt oder sowas dann machen werde. Und die beiden kriegen natürlich eine Vorabpremiere, also das Video, das ihr schon längst gesehen habt vom Oldtimer-Bus, das führe ich den beiden. Das habe ich nämlich extra jetzt dann vorgezogen und schon mal hier unterwegs geschnitten. Das führe ich den beiden vor, damit sie dann auch dazu Ja sagen können, ob das dann auch so, wie ich das geschnitten habe, dann auch das auf meinen Kanal kommen soll. Da haben wir die nächste Tankstelle. Gas ist aus. Gasol kostet hier sogar nur 1,82. Uiuiui, da sieht es aber auch schon in der Ausfahrt. Nee, das tue ich mir nicht an. Guckt euch mal diese Ausfahrt an hier. Die stehen tatsächlich alle fürs Tanken an da. Das ist übrigens ein französischer Blitzer. Die sind sehr häufig an der Autobahn. Also es lohnt sich nicht, hier Geschwindigkeitsüberschreitung zu machen. Ihr seid so schnell erwischt. Stopps. Ich habe jetzt etwas über halb voll noch den Tank. Aber hier haben wir jetzt tatsächlich mal eine Haltemöglichkeit mit Tanken. Diesel 1,83. Ja, man sieht auch schon, diese Tankstelle ist dann auch schon etwas belagerter, aber das geht noch. Dann nehme ich doch gerne noch mal einen vollen Tank mit. Hier ist auch alles verfügbar und auch die Preise sind wieder ziemlich normal hier an dieser Tankstelle. Habe ich denn eine Säule da? Die ist schon gesperrt, da geht schon nichts mehr. Damit ich an meinen Tankstutzen rankomme, muss ich dann also demzufolge hier hin.
Also ganz so einfach ist es denn doch nicht. Die Hälfte der Säulen ist abgesperrt. Das ist praktisch. Ich komme auch gleich direkt an die Säule ran. Ich hätte jetzt noch eine Reichweite mit etwas über einem halben Tank von 669 Kilometern. Und ich habe einen Durchschnittsverbrauch von unter 8 Litern erreicht. 7,9 Liter. Wie gesagt, da liegen ja noch die ganzen Strecken in den bergigen Regionen in der Provence dabei. So. Gelb ist Diesel, 1,83. Pump Nummer 10, ich darf. Wie man sich über Tankvorgänge freuen kann, ne? So, ich habe 34 Liter nachtanken können. Ein bisschen was kann man noch dashen. Vielleicht kriegen wir noch gerade eben die 35 Liter voll. So, und da ist jetzt aber auch Ende Gelände. Ja, ich weiß, da ist immer noch keine Abdeckung drüber. Ich glaube, ich muss mal mich bei Timo melden. Ich habe jetzt noch ungefähr 200 Kilometer bis zur Grenze. Also da lohnt es sich nicht mehr, nochmal aufzutanken. So, 1201 Kilometer Reichweite. Bei meiner Fahrweise rechnet er mir aus. Das könnte jetzt vielleicht sogar schon meine letzte Mautstation sein. Nee, da ist eine Höhenbeschränkung überall. Ich bin verkehrt, ich muss wieder rüber. Das passiert manchmal. Gut, dann habe ich jetzt nicht die 30er Spur, aber auf der 30er Spur stehen sie auch gerade alle. Ja, weil sie auf der 30er Spur stehen mussten. Deswegen hat er gerade gehupt. Also es macht das Leben wirklich um einiges einfacher, wenn man in Frankreich unterwegs sein will. Ich würde es immer empfehlen, holt euch Pip & Go. Mein Video vom ersten Test kann ich euch ja hier auch nochmal verlinken, wie ich das letztes Jahr auf meiner letzten Reise, ersten Frankreich-Reise, dann gemacht habe. Ich habe auch das Zertifikat Crit Air mir geholt. Ich bin auch durch einige Städte durchgekommen, wo es explizit hieß, da darf ich jetzt auch nur mit Zertifikat auch auf der Autobahn durchfahren. Die Grenze kommt in Reichweite. Freiburg ist mit angekündigt. Ja, wir wollen nicht zu Peugeot Citroën, zur Fabrik. Wir wollen Richtung Grenze. Und wir sind in Baden-Württemberg. Gerade eben über die Grenze gerollt. Erste Tankstelle, an der ich vorbeikomme. Ja, Diesel 2,09 Euro. Das kennt ihr bestimmt auch, beschlagene Fenster, wenn man eine Nacht im Auto verbracht hat. Das ist jetzt hier im Hochschwarzwald, wo ich dann auch entsprechend Feuchtigkeit ins Auto dann natürlich reinbekomme. Das ist ein anderes Klima, das wir hier drin haben, nicht so wie in Südfrankreich. Da hat man morgens so eine beschlagene Scheibe. Die sind eigentlich zum Reinigen der Scheibe von innen gedacht, aber ich finde die total praktisch. Damit man sich einfach mal wieder klare Sicht schaffen kann. Kosten kein großes Geld und schon habe ich klare Sicht. Naja, so klar wie sie denn ist. Momentan hängt hier der Nebel ordentlich über dem Schwarzwald. Aber es ist eine traumhafte Idylle hier. Genießt es total. Ja. Die haben mich hier gestern gleich direkt mit aufgenommen. Du kommst jetzt mit zum Stammtisch und los geht's. Es war ein toller Abend, wie ich ihn mir besser nicht hätte wünschen können.
Aber wir sind fantastisch beköstigt worden. Nochmal vielen herzlichen Dank an Christa, Seppel und Florian, die da dieses Mal die Gastgeber von diesem regelmäßig wiederkehrenden Stammtisch waren. Christa, es war die beste Gulaschsuppe, die ich je gegessen habe. Er hatte auch ein bisschen Schärfe mit drin, ein bisschen Biss, sowas mag ich ja gerne. Also ganz, 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 ganz klasse. Mein Toast ist auch gleich fertig, ich kann gleich frühstücken hier. Ihr seht da hinten, dass ihr nichts seht, da hängt dann wirklich so richtig der Nebel drunter. Heute keine Schlossbesichtigung, es zieht sich durch bei dir. Der Humor liegt im Detail. Einer von den, wie sagtest du so schön, drei Tagen im Jahr, wo hier mal Nebel ist. Heute ist der zweite Tag, wo Nebel ist. Gestern Abend hatten wir es auch schon. Hat mir viel Spaß gemacht gestern mit euch. Schön, freut mich. Na? Ja, und Durchgangsverkehr habt ihr hier überhaupt nicht, ne? Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, der Verkehr da oben ist die Straße. Ja, ja. Die geht da vorne, die geht da von Rötte weg und dann da oben. Wie fahre ich denn eigentlich von hier aus nachher am besten wieder los? Da muss ich nach Freiburg. Der kürzeste Weg ist nach Todtnau. Ja. Todtnau bin ich auch schon durchgekommen. Da habe ich nämlich den Tag, nachdem ich euch getroffen hatte, habe ich mir noch dann die Übernachtung. Ich bin tatsächlich in Schluchsee, wo wir gestanden haben, habe ich noch eine Übernachtung gemacht nachher. In Schluchsee? Ne? Im Schluchsee, am Womo-Stellplatz. Und dann bin ich nämlich am nächsten Tag noch Todtnauer Wasserfall, ne? Und die Sommerrodelbahn da auf der Ecke. Das war das allererste Mal, dass ich einen Sessellift gefahren habe. Immer schön nach oben gucken, immer schön nach oben gucken. Aber die Rodelbahn runter wieder, das habe ich genossen. Das war ja, das hat Spaß gemacht. Das hat gefetzt. Jawohl, und das strahlt jetzt die Wärme ab hier. Ja, das ist, da wird schon richtig warm. Mmh. Guck mal, da wird gerade Seilbahn. Ah ja. Die geht dann rüber zur Terrasse. Ja. Um dann sich dann quasi hier mit dem kleinen Körbchen. Das ist. Ob ich noch ein kleines Körbchen fürs Trinkgeld? Ja, ja, es stimmt. Muss ja dann auch wieder was zurückkommen. Sonst ist der Lieferservice dann eingestellt, wenn das Trinkgeld zu klein ist. Ne? Meiner Schwiegertochter habe ich gesagt, sie muss nicht da hoch, sie kann ruhig in der Küche. Der hat sie auch nicht so lustig gefunden. Nee! Aber jetzt. Jetzt merkt man hier oben schon, dass es richtig warm ist. Hier jetzt. Ne? Aber richtig. Ja. Da ist der Bergpfad mit der Seilbahn. Da gehen wir doch mal schnell hin. So, hier ist dann das kleine Fechtlein mit Steinbeschwert fürs Trinkgeld. Oh, total leichtgängig. Ein Anfallkrieg. Ja. Durch das Elektrifizieren. Ich traue dir das zu. Aber Mechanik ist Elektrik immer überlegen. Ja. Na? Ich habe mal in Italien eine Lastenseilbahn gesehen. Also ja. Sehen wir länger wie die. Ja. Mit einem Vespa-Roller. Der Roller war ein alter Roller. Ja. Da haben sie mit Holzpflöck festgemacht. Der Hinterreifen runter und ein Gummi. Da drauf dann das Stahlseil dann. Also runter zu, muss man es von Hand machen. Ja. Aber hoch zu, hat man. Das schwarze Schaf auf seinem Schlafplatz hier. Und es hat gut geschlafen da. Das glaube ich. Ja. Schöne alte Krattmelder Herkules. Also es ist ein kleines Paradies hier. Ich würde mich hier total wohlfühlen. Ich könnte hier direkt gleich einziehen. Radlader, ich habe was zu tun. Na? Und ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin bei der DLRG. Die Wasserflächen sind hier also ordnungsgemäß abgesichert. Seht ihr da den Rettungsring, der da, also, ne? Muss ich dich loben, muss ich dich loben. Und den hier, den kennt ihr schon. Den habe ich euch ja schon gezeigt, das Räuchli. Es ist ein schönes Auto, es ist ein wunderschönes Auto. Aber ich kann dir was sagen, da hochfahren und da rein, ja. Das kann nur ich. Ja, das denke ich mir. Also ich habe ja gestern hier auch schon hier hochfahren und alles. Ich werde mal schnell das Laptop holen, dass wir gleich den Film mal gucken können, ne? Herrlich. Solche Ideen. Also Dieter macht mir schon echt Spaß. Das ist ein toller Typ. Da haben wir auch den Rundhauber, von dem er erzählt hat.
Der war ihm dann nachher zu langsam. Und ich denke, dass da oben dürfte der Kramer sein hier. Und ganz ehrlich, der Dieter hat sich doch überhaupt nicht verändert, oder? Angeguckt. Die Höllentalbrücke, guck mal. Da. Ja, Höllental. Der tote Hirsch. Ja, wo ist der tote Hirsch? Da, der zweite gleich. Ne? Ich zeige euch das mal jetzt. Also, ne? So, gehen wir mal ganz dicht dran, ohne Schatten. So, da haben wir jetzt, da ist kein Schatten drauf. Ne? Also hier haben wir dann die Höllentalbrücke. Jetzt muss ich immer so seitlich in der Kamera vorbeischieben, dass ich das lesen kann. Dann haben wir den toten Hirsch. Anspruch nehmen. War mir das auch total toll bei euch gefallen. So, letzter Take hier aus dem kleinen Museum. Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet mit Bier. Dem kann ich nur zustimmen. Wieder mal, komm schnell, Mann, raus. Fahr mal runter. Oh ja, oh ja. Oh. Leute. Ja, den müssen wir echt, wenn ich das nächste Mal komme, den müssen wir rausholen. Ja, den holen wir raus. Ja. Auch top restauriert, ne? Ja, nicht so ganz. Nur wegen Bauerblende, sage ich mal. Ja, ja. Also nichts restauriert, nur Farb. Sonst. Ja, aber da, sogar auf den Pedalen hier, das ist ja die Gummipedale noch, ne? Nee, das ist Metall. Ist Metall. Kaffee. Kaffee ist fertig. Das Räuchli. Hier sind auch so viele Details, ne? Diese Trompete hat garantiert auch ihre Bewandtnis. Jetzt wollen wir uns noch mal das schwarze Schaf zusammen angucken. Ja, hier mein kleiner Beifahrer. Ne? Der darf immer schön aus dem Fenster rausgucken. So, guck mal, hat das schwarze Schaf jetzt gleich einen Nebensitzer hier. So, fangen wir wieder von vorne an. Da, Speicher. Wo haben wir den Speicher? Guck, du hast 36,8 GB von 128 GB verwendet. Ne? Das ist, da ist massig Platz drauf. Das ist also überhaupt kein Problem. Ich hole mal schnell ein Kabel von hinten. Ob wir das starten können. Aber jetzt ist es quasi über Galerie. Und jetzt ist es natürlich, wenn du neue Fotos machst, ne, wird das in der Galerie immer weiter nach unten rutschen. Ne, weil das ist jetzt einfach auf heute abgelegt. Und kostet immer Verbrauch? Oder nein, das kostet überhaupt keinen Verbrauch, weil das ist auf deinem Handy abgespeichert. Guck noch mal selber, dass du es auch wirklich dann gestartet bekommst. Wunderbar. So. Ja, Michael, das war schön. Kommst du noch mal kurz raus? Wie spät haben wir es? Aachen wäre ungefähr 13.27 Uhr. Ja, Aachen wäre mehr als die Hälfte. Bis in Aachen hoch. Ja. Unterwegs gibt es schöne Stellplätze in Groch und in Bentheim. Und wo ist vorher noch? Wie heißt denn diese? Das Gute ist, ich habe mich jetzt ja schön erholt. Ne? Ich fahre ja dann ja auch jetzt erst los. Ich mache auch immer regelmäßig Pausen, dass ich mich dann nicht irgendwo müde fahre. Ja, das ist ganz nett. Ja, gut, Michael. Allzeit gute Fahrt. Das wünsche ich euch auch. Ja, ne? Wir sehen uns ja eh wieder. Garantiert. Ne? Also ich denke mal, das ist tatsächlich ziemlich realistisch. Ja. Die Messe in Freiburg hat mir nämlich total gut gefallen. Ja. Ne? Die ist alle jedes Jahr um die Jahreszeit nämlich, immer so Ende September. Ne? Und das passt ideal zu meiner Urlaubsplanung immer dazu, weil ich auch immer so um und bei der Jahreszeit meistens so meine längere Tour dann fürs Wohnmobil plane. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herrlich, 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 herrlich. Was sich aus Zufallsbegegnungen manchmal so ergibt, das kann man sich doch überhaupt nicht einfallen lassen. Ganz tolle Begegnung, ganz tolle Menschen,